So. Gähner. Oh, das ist ja mal. Oh, ich liebe die Attacke. Kryptoschlag. So, auf. Das Kleinstein wäre übrigens schon lange ein Georock. Aber das mal nur am Rande bemerkt. So, Psyana macht Konfusion auf Kleinstein, dann ist das auf jeden Fall schon mal weg. Brems. Oh. Schnäppke. War das ein Krypto-Pokémon? Ich weiß. Nein, ist es nicht. Okay. Bums. Oh Gott, zieht es wenig ab. Alter Schwede. Tja, blöd, wenn man kein Item hat, ne? Da bringt Raub relativ wenig. So, Kryptoschlag. Nochmal auf Schnipp gekommen. Das scheint viel auszuhalten. Oder Schneckmark ist einfach nur schwach. Das kann natürlich auch sein. Ich fand damit unter die Eisattacken meistens sogar am schönsten hier im ganzen Spiel. Vor allem Blizzard und Eisstrahl sehen verdammt gut aus. Also rein grafisch. Wobei es dann in Pokémon X hier nochmal eine Ecke besser aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist kein Vergleich mit Pokémon Kolosseum dann. Vor allem der Hyperstrahl, der sieht auch cool aus hier. Ja, Angriff sinkt, das ist nicht gut. Dann rufen wir mal eben Schneckmark und Psyana machen wir Konfusion auf Loturzel. So, sehr schön. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Es reicht nicht, so ein Mist. Okay. Nochmal Eissturm. Ich denke mal, du hast kapiert, dass es nichts abzieht. Oder kaum was. Mensch. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Weißnebel. So, wir machen jetzt mal Kryptoschlag auf Loturzel. Oh ja, komm, jetzt ohren wir die mal mit Sternschauer. Ja, ich hatte auch nicht vor zu fliehen, du Schlaumeier. Ja? Das war jetzt die letzte Notlösung. Ein Volltreffer, oh. Ich mag ja total die Weiterentwicklung von Schnäppke, also Firnontor. Das wollte ich mir eigentlich schon ewig mal in irgendein Pokémon-Team packen, aber ich habe irgendwie nie die Gelegenheit oder auch die Lust dazu gehabt, mir mal eins zu machen. Oh Gott, die hat noch eins. Hm. Also langsam wird es schon lächerlich, ne? Och, Schneckmark. Jetzt greifst du wieder nicht an. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist es mir auch egal. Ja, ist eigentlich jetzt relativ egal, was ich mache. So. Konfusion und Loturzel ist weg. Total der Kifferblick am Ende übrigens. Wie ich finde. Tja, Gena kann ich eigentlich auch, aber hm. Badabum. Für einen Volltreffer war das aber wenig. Na komm, so, jetzt rufen wir es aber mal wieder und Psyana macht jetzt den Rest mit Konfusion. Das dürfte eigentlich lang. Und reicht's? Ja, es reicht. Sehr schön. Okay. Ende vom Lied war jetzt, dass diese Madame hier 4 Pokémon hatte und keins ein Krypto-Pokémon war. Grr, ihr habt's geschafft. Ja, ich weiß. Ich bin gut. Und du nicht. Du bist nur sexy. Hahaha.
Aber die Queen wird nicht gegen euch verlieren. Das sehen wir dann, wenn wir da bei ihm sind. Oh, da ist ein Item Pack, da will ich hin. Gibt's hier, kann ich nicht irgendwie cheat und so? Durch Wände und so? Nee? Schade, na gut. Wie sieht's denn aus mit den Pokémon eigentlich? Ja, ist es okay eigentlich noch? Warte mal. Das hat ja ein Item, das sehe ich ja jetzt erst. Bericht. Was hat denn das Schönes? Item. Ah, Zauberwasser hat es. Ach cool, das verstärkt die Wasserattacken um 20%, um 10%. In der dritten Generation war es noch 10%. Hä? Haha, cool. Oh, die Framerate lässt grüßen. Ja, das war jetzt schon das vierte Mal im Bunde. Aber es lief jetzt so die ganze Zeit gut. Ich denke mal... Ah, Hyperball. Fett. Die kann ich gut gebrauchen. Komisch. Soll ich den anquatschen? Tabu, geh weg. Dumme Schlampe. Oh Gott, habe ich jetzt gerade das böse Wort gesagt? Es? Entschuldigung. Euer Pech, hier ist Sackgasse und die Queen ist auch nicht hier. Ich wette, da hat jetzt nicht mal ein Krypto-Pokémon dabei. Loturzel und Loturzel. Oh Gott. Das ist wirklich ein D-Queen-Fan, ey. Ja, ein Pokémon XD hat ja D-Queen 6 Kapaloris. Finde ich ein bisschen arg übertrieben. Kryptoschlag, Psyana, Konfusion. So, dann schauen wir mal, wie weit es kommt. Volltreffer. Sehr schön. Und wieder der Kifferblick. Oh Gott, ich wette darauf, dass das letzte Loturzel irgendwie jetzt ein Krypto-Pokémon ist. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Boah. Entschuldigung. Tja, Erstauner bringt nichts, wenn du nicht als Erster angreifst. Ach nee, stimmt. Psyana hat ja Konzentrator als Fähigkeit. Das verhindert ja Zurückschrecken. Ich vergaß. Oder ich weiß es gar nicht. Das gucke ich jetzt gleich nochmal nach dem Kampf hier. Würde mich selber auch mal interessieren. Ich kenne mich mit den Fähigkeiten nicht so gut aus von den Pokémon. Muss ich ganz ehrlich sagen. Noch ein Loturzel. Mensch. Und kein Krypto-Pokémon. Das war ja klar. Mensch. Das ist ein Erstauner, das ist so lächerlich. So, Kryptoschlag nochmal auf den da. Und Psyana-Konfusion auf den. So. Das dürfte gut ausgehen. Hahaha. Natürlich geht es gut aus für uns. Weil der Noob ja Level 33 eine Turzel hat, die, obwohl eigentlich schon mit Level 16 schon ein Lombrero wären. Oder? Level 16? Ich weiß es gar nicht. Ah, Schneckmark, du Noob. Weißnebel. Ach, gucke mal, die Framerate. Mensch. Die ganze Zeit lief's gut. Mann. Kifferblick Nummer 4. Okay, und das war auch schon ein weiterer Trainer. Ich bin immer gespannt, wie lange das noch dauert. Ich nehme jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde auf, ne? Pup, 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 pup. So. Du bist echt stark, aber die Queen wirst du nicht so leicht besiegen. He, he. Sehen wir dann, sehen wir dann. Quatschen dann dauernd zu viel über die Queen, dann ist am Ende im Endeffekt nicht mehr was dahinter, glaube ich. In Pokémon XD sah der eh viel cooler aus.
Hier oben ging es nirgendwo mehr lang, genau. Falsch rum. Springen wir mal die Treppe runter, oh yeah. So Bruce Lee-Style oder Captain Falcon-Style mit Knie. Ich laber schon wieder einen Scheiß, das gibt's gar nicht. Haha, ausgetrickst, Arschkopf. Item, Hyperheiler. Ich habe jetzt schon gedacht, das wäre wieder ein Hyperball. Schade. Aber trotzdem, wir müssen den Typ anquatschen, der kann den Krypto-Pokémon haben. Wenn ich euch jetzt schlage, wird die Queen mich bestimmt belohnen. Tja, probier's aus. Vielleicht schaffst du's, mein Schätzchen. Wolfgang. Wolfgang. Ein wunderschöner Name, Wolfgang.